So, ich zeige jetzt mal die Handhaltung und zwar im Sinne von, was bringt sie mir eigentlich? Erstmal als allererstes. Es gibt nämlich zwei Varianten vom Handvibrator. Die erste Variante ist die klassische, das Wawa. Das so. Das kennen wir alle, glaube ich. Und dann gibt es aber noch eine andere Variante, die halte ich für deutlich wichtiger. Das ist die Variante mit den fünf verschiedenen Klangspektren. Das heißt, aus der Handhaltung kann ich fünf verschiedene Klänge herausholen. Und das ist viel reizvoller als das. Keine Frage, ich mache das mal. Wir ziehen. Da merkt man mal, mit diesen Abstufungen kann ich wirklich verschiedene Klangschattierungen, kann man es auch nennen, schaffen. Der Witz beim Handvibrator ist, wenn die Hand geschlossen ist, klingt der Sound sehr dumpf, mittenlastig, mulmig, topfig, wie auch immer man das nennen mag. Je mehr ich die Handöffnung aufmache hier, umso mehr Höhenanteile bringe ich bei. Also wenn die Hand komplett offen ist, dann habe ich alle Höhenanteile im Ton beigebracht. Hier ist sie offen. Da ist sie halbiert. Das darf man jetzt nicht vergessen. Das heißt, das ist noch wirklich nicht das Ende der Fahnenstange. Man muss immer so weit aufmachen. Hier ist der Ton brillant, kräftig, klar. Ich zeige mal kurz, wie ich das im Spiel immer mache. Ich mache das praktisch nie oder selten. Also man hat gesehen, ich habe oft so halb aufgemacht, ab und zu mal weit aufgemacht und dann mal so ein bisschen. Das ist immer dieser Knödel-Sound, da kann man ganz, ganz tolle Sachen machen.